Moin, moin, meine Freunde. Haha, hier ist Hummer. Es geht wieder los. Ja, den nimmt er auf. Super. Ich muss den Akku nicht wechseln. Danke trotzdem. Ja, ich habe nur die Batterie gewechselt. Sonst fliegenden Start machen, da vorne lang. Ja, das war geil. Hat mir einer geholfen. Wollte gucken, ob ich eine Panne habe. Eine Batterie gewechselt. Oh, jetzt räumen sie alle. Batterie gewechselt. Aber festgestellt, ich hatte nichts, sagt er. Habe ich ihm gesagt. Und jetzt kamen wir nicht mehr raus. Aber es ging gerade mit dem fliegenden Reinfahren gerade an der einen Stelle. Das war ganz cool. Danke nochmal, dass du angehalten hast. War aber alles in Ordnung.
ja, schauen wir mal weiter. Gedenkstätte. Ah, das müsste die vom ICE sein, der in Eschede verunglückt ist. Das Tolle ist, hinten die Kamera nimmt die ganze Zeit noch auf. Nur die hier oben hat abgeschaltet. Die hat ein, oh, ich weiß, ich kann es nicht sagen. Die braucht Strom, das ist nicht normal. Die saugt und saugt und saugt. Eventuell sollte man auch die Akkus in der Kamera laden und nicht mit dem kleinen Ladegerät. Vielleicht kommt da ein bisschen mehr rein. Dauerstrom kann ich nicht drauf machen, weil dann kann ich das Mikrofon nicht anschließen. Das ist dann auch wieder doof. Ne? Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern, 1998, ich müsste Mai oder Juni gewesen sein, ich weiß es jetzt leider nicht, hatte ich gerade meine Grundausbildung bei der Bundeswehr und da kam dann die Durchsage im Radio mit dem Unglück in Eschede, mit dem Zugunglück, dem ICE, 101 Tote gab es dort und ich habe das dann halt im Büro gehört und war schon ganz schön krass. Weil mein Heimatort ist von hier nicht weit weg entfernt und die Leute, die dort zur Feuerwehr gehen oder im Roten Kreuz waren, wie ich damals, waren dann hier und haben dann mit gerettet und geholfen und geborgen. Und es soll nicht schön gewesen sein. Aufpassen, hier liegen Steine. Das ist diese Brücke, wo das Unglück passiert ist, weil ein Radreifen gebrochen ist. Hier unten war das. Und diese Bäume wurden gepflanzt für jeweils eine verunglückte Person. Jetzt bin ich irgendwo im hinteren Bereich gelandet durch meine kleine Zwangspause. Aber das ist immer schön zu sehen, wenn die Leute dann an die Straße kommen und schauen. Ah, ist doch auch geil hier mit so gefühlten 400 Maschinen, was das hier sind. Will er nicht? Will er nicht. Er wollte nicht. Fällt mir auch. Ich hatte mir auch die größere mal anguckt, die 1200 hat die, glaube ich. Ich weiß nicht. Aber ich habe mir dann doch die Schätzchen hier geholt. So, wir sind in Celle angekommen. Bis vor einer Woche, zwei Wochen, wusste ich nicht, dass in Celle ein Barillawerk ist. Ja, durch Zufall gesehen, hingefahren und was eingekauft. Und hier gibt es auch noch den Balsen Outlet Verkauf. Haben wir bei uns in Hannover ja auch oder in Basinghausen. Aber das haben wir hier auch. Hat sich auch gelohnt, mal hinzufahren. Wo schicken die uns denn? Wie geil ist lang, Alter.
Ja, war ja ein kurzes Stück nur. Sind wieder da. Yeah.